gibt zwei Arten Battle Rapper. Soll ich dir sagen, du Opfer? Einmal die, die keine Spastis sind und jene, die die Crowd fragen, ob sie Bock haben. Natürlich hat sie Bock. Wäre sie sonst hier, du dummer Spast. Der Kellner kommt im Restaurant. Der Kellner kommt im Restaurant auch nicht zu dir und fragt dich, ob du Hunger hast. Hätte ich dein Vokabular gepickt, würde ich sagen, abends frisst du Kanalmaden mit Kloakenfisch plus ein Hauch von Rattenschiss. Ja, man isst, was man isst, und das erklärt, warum du so eine komische Sprache sprichst. Sonst machst du ja noch bei anderen Formaten mit. Das gerade war vom TNM, also nicht zu verwechseln mit GNTM. Sonst warst du dazu beim CMB oder RPB, wo du jedoch eh haushoch verlierst. Angemeldet hast du dich noch bei der AfD, weil du dachtest, das sei auch so ein Turnier. Zeuge Speck, Junge, und deine Crew kriegt Panik. Ich nehm die komplett auseinander, komm zwar ich blutgebadet aus dem Kugelhagel mit einem brennenden Kreuz wie bei einer Ku Klux Party, doch trotz gutem Schaden kann man beruhigt sagen, ich bin zwar kein Geox, doch voila Schuh, ich atme. Yes! Und jetzt stehe ich hier, dabei sind die Zeiten schon unglaublich genug. Biggie ist tot, Pac ist tot und mir geht's auch nicht so gut. Denn nach meinem Battle beim Online-Judging stimmt ihr für Raiko und nehmt mir mein Vote. Er ist mir fast ein Dreadlock gewachsen. Ich dachte, geht hier gleich los. Denn im Video sieht man, ihr steht hinter mir, haltet mein Bier und feiert fast jede Line tot. Ihr heuchlerischen, oberkrass verlogenen, einen Sojalatte holenden, auf Yogamatten wohnenden Penner aus den 60s, ihr bei Festivalabenden nach extra Largen Blättchen fragenden lächerlichen Hippies. Und hast du immer noch Bock auf eine Diskussion, du Penner? Ja, dann komm Bowling Center. Aber ich will dir weiß Gott nicht ans Bein pinkeln. Wir führen das hier locker fort. Doch zunächst eine Schweigesekunde für alle Opfer aus Meiningen. Nee, ist nichts passiert, sind nur alle Opfer dort. Ey, ich möchte immer frei sein, will die Zeit mit dir zu zweit teilen. Wow. Ey, unlogischer Inhalt, scheiße gerappt und gesungen, peinlich und abgedroschen. Ich hab mal meine Reggae-Kollegen gefragt, der Song ist so schwul, der wird auf Jamaika abgestochen. In T-Rays Augen sah ich Dollarzeichen. In deinen Augen sehe ich Pommesstreifen. Bevor ich das Stück Fleisch von innen nach außen drehe, ihnen den Kopf abtrenne, mir für die Sonnenbrille ihre Augen nehme, denn ich wollte schon immer mal wieder die Welt durch Kinderaugen sehen. Und sag deinen kleinen Freunden Schütze und Schurzwort, wenn die ein Problem haben, sollen die herkommen und es versuchen, die spaßen. Doch ich hätte mehr Bock, die aus die Schuhe zu klatschen oder solche Moves hier zu machen. Denn du steckst dein Leben lang in einer Identitätskrise und wurdest geprägt von allen, die dir über den Weg liefen. Du wandelnder Mix aus Nuttensohn, dummer Sau und Justin Bieber, kommst vielleicht aus Niedersachsen, doch keiner macht den Sachsen nieder. Und auch wenn in mir weniger Schulbildung steckt, liegt die deutsche Sprache jeden Abend neben mir, ihrer Muße im Bett. Denn ich bin die naheliegende Zukunft, das Futur des Rap mit einer vollendeten Vergangenheit. Plusquamperfekt! Ey, ich diss dich kurz und jeder folgt meinem strikten Kurs wie in einer Diktatur. Ich hab so viel Impact, sogar Simon says, du bist eine Missgeburt. Yeah! Und deine Nuttenbande von Rap Crew heißt Bad Music, also schlechte Musik. Und du hast den Wortfetzen hinter deinem Ohrläppchen tätowiert in wacker Form. Denn dein Nazi-Opa sagte stets, du machst schlechte Musik, mein Junge, schreib's dir hinter die Ohren. Yeah! Ich schwöre, keiner feiert dich. Nur weil du ab und zu mal einen Furz anzündest, heißt das nicht, dass du on fire bist. Geschweige denn, mir überlegen bist. Und ich glaube, auf den Gay-Porn hast du nicht nur aus Versehen geklickt. Mit ihm hat seine Mama jetzt eine kleine Schwuchtel zu Hause, yo. Und dem Ali, dem du mal Geld leisten, ne, der ist nicht dein Freund, der nutzt dich nur aus, Bro. Habt ihr Bock? Yeah!
Zuallererst, keiner hier von den Dudes denkt, dass du krass bist. Die sagen, the crowd is sleeping on you. Ja, weil da genug Platz ist. Für ein Festival mit krasser Beleuchtung, dicker Party auf deinen Nacken kriegt eine andere Bedeutung. Ey, ey, was guckst du so? Endlich mal wieder Bodyshaming ohne Triggerwarnung, du fetter Nuttensohn. Merkst du was? Da sammelt sich Frust, denn jetzt ist endlich Schluss mit deinem Welpenschutz. Denn sowas wie mich habt ihr noch nicht gesehen. Punchlines, Reime über Reime, was du noch nie gesehen hast. Eine Scheide. Was ich damit sagen will, ist, du machst bei jedem deiner Gegner das Äußere zum Thema. Und das ist ja auch mega. Ich frag mich nur, ob du dich selbst schon mal gesehen hast. Abgesehen von diesem komischen Spastenmove, den du mal machst, hab ich da noch eine Frage, mal echt. Wieso hängt dein Kopf eigentlich immer so leicht nach rechts? Ey, ich bin echt kein kleiner Geist. Und ja, die Grenzen halte ich ein. Aber höre ich Luxemburg? Junge, da kickt auch meine Fremdenfeindlichkeit. Ja. Digi, luxemburgerisch klingt wie holländisch in Zuge kokst. Wenn das deine Muttersprache ist, bist du ein Hurensohn. Yeah. Letzeburgerisch, bäh, Junge. Die Sprache der Gestörten und Kranken. Du hast mich so verstanden. Ich muss mir diese Probleme ansprechen. Du versuchst sie immer nur klein zu reden. Ich habe mir durch Sex-Dating-Apps so viele Viren eingefangen, Junge, das Covid ein Scheiß dagegen. Ich kann nicht genau vor meinen Augen sehen. Du warst der Junge mit dem Pflaster auf dem Auge und diesem Klettverschluss-Scout-Portemonnaie. Du wolltest unbedingt aus der Art schlagen. Du warst nicht der Typ mit Nasenbluten. Du warst der Typ, der mit Shorts zur Schule kam, obwohl wir minus 10 Grad haben. They come around, but they never come close to me. I start gathering when I start rapping. So all hail the honorable, microphone phenomenal. Got this rap, wie eine Ohrfeige. What? Komm vom anderen Planeten, Macheten helfen mir beim Ziehen meiner Kornkreise. Es plätschert direkt Wasser, wenn ich Rohr zeige und emporsteige durch Schornsteine wie Center. Yes. L96 Oldschool Rap Elite, ich bin Member. War auf Bühnen in vielen Ländern, doch zerriss so viele Blätter. Word.